Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrader am Sonntag, dem 9. Dezember 2012. JJP im Wochenchart macht mir es wirklich schwer. Wir hatten miteinander letztes Wochenende besprochen, dass wir hier eine horizontale Widerstandsmarke mehrere Wochen bearbeitet haben, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, dass per Wochenschlusskurs diese horizontale Marke halten sollte. Allerdings, das, was der Markt macht, ist, einen massiven Ausverkauf hinzunehmen. Und es sah wirklich so aus, als würden wir nie und nimmer es schaffen, wieder zurückzukommen, um dann nochmal am Ende der Woche eine starke bullische Bewegung zu machen und diese horizontale Marke um die 21,91 als horizontale Unterstützungszone zu halten. Es war relativ schwierig, diese Bewegung wirklich sauber vorherzusehen. Warum? Weil der Markt hier über den Wochenchart eine Kaufformation hatte und auch das Momentum zeigte nach oben, obgleich wir hier unterhalb der Nulllinie waren. Natürlich ist das hier alles ein Retracement dieser Hauptbewegung gewesen, allerdings Berührung und dann sofort dieser Abverkauf bis unten hin, als gäbe es hier keine Kaufformation. Jetzt haben wir eine sehr neutrale Stochastik mit der K&D-Linie um diese 50er Marke geschlungen. Allerdings, wir haben jetzt ein steigendes Momentum unterhalb der 20er und unterhalb der 50er Wochenlinie. Wenn man sich das Ganze auf Tageschartbasis anschaut, das, was ich hier sehe, ist, ich sehe auf jeden Fall eine große Stange. Und das, was ich hier sehe, ist alles eine große Konsolidierung. Und das ist mir bärisch, dass das bullisch ist, aber ich möchte bitte, dass der Chart jetzt anfängt, mir eine saubere Formation zu geben. Also hier so ein bisschen abgehackt seitwärts, dann wird es richtig bullisch, dann wird es abverkauft. Also bitteschön, hier ein Dreieck wäre auch eine gute Sache, dann hätten wir einen Wimpel und dann könnte man das auch wieder mit einer sauberen Formation traden. Wir hatten miteinander zuletzt besprochen, dass der Markt Potenzial hat, ein Pullback an die 20-Tage-Linie heranzumachen. Wir haben hier eine klare Kaufformation und ein steigendes Momentum und die Frage ist, ob der Markt hier noch Potenzial hat, diese Bewegung nach oben fortzusetzen, zum Beispiel das eine Gap zuzumachen. Zweifelsohne macht die JJP-ETF des US-Dollar-Indexes viele kleine und auch wiederum größere Gaps. Allerdings hier sehr, sehr interessant, muss man gucken. Von diesem Abverkauf haben wir zwei Gaps. Ob wir vielleicht ein Gap zumachen wollen, das wäre dann im Bereich der 22,11. Oder ob wir jetzt mit der 20-Tage-Linie mit der Berührung schon fertig sind und der Markt wieder nach unten abdrehen wird. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Die Indikatoren sprechen dafür, dass der Markt höhere Hochs und höhere Tiefs macht. Die fallende 20-Tage-Linie spricht dagegen. Wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen würden, meine Meinung wäre, dass wir hier über die 20-Tage-Linie drüber gehen können. Aber ich trade niemals meine eigene Meinung, sondern das, was im Chart steht. Und was sehe ich im Chart? Ich sehe im Chart Widerstand durch die 20-Tage-Linie. Ich sehe gerade bullische Stochastik und bullisches Momentum passenderweise zu den höheren Hochs und den höheren Tiefs. Und deswegen gilt es einfach jetzt beiseite zu treten, den Montag einfach mal Handel sein zu lassen. Und dann werden wir schon deutlich schlauer sein für den Dienstag. Wenn man sich Euro-Dollar über die Woche anschaut, wir sind innerhalb einer Trading Range. Wenn man die kleine Trading Range nimmt, 1,3130, Widerstand hatten wir ihn genannt, Unterstützung groß, 1,2860, weiter unten drunter, wenn man die größere Range nehmen müsste, dann müsste man sagen, die nächste Range ist halt im Bereich der 1,27er Marke. Wenn man sich das klar macht, dass diese Trading Range zustande kommt nach einer starken bullischen Bewegung, nachdem wir eine bullische Kaltformation bullisch aufgelöst hatten, ist es deutlich wahrscheinlich, dass diese Trading Range bullisch aufgelöst werden sollte, als dass sie bärisch aufgelöst werden sollte. Die Frage ist nur, wie lange bleiben wir noch in dieser Trading Range und nutzen wir nur die obere Begrenzung der unteren Unterstützung oder wollen wir auch noch die untere Begrenzung der unteren Unterstützung nutzen? Das steht noch nicht eindeutig im Chart. Was wir wissen ist, wir haben auf dem potenziellen Weg nach unten Platz, nämlich an die 1,2860 hier. 50-Wochen-Linie plus horizontale Marke. Da oben hin ist nicht nur diese horizontale bei 1,3130, sondern auch die trendbegrenzende Linie. Aktuell noch ein bisschen weiter drüber bei der 1,3250. Hier ist auch sehr, sehr viel Widerstand. Wenn man sich das Ganze über den Tag anschaut, wir haben, was wir in den letzten Tagen haben, ist ein Pullback. Also starke bullische Bewegung und anschließend ein Pullback. Das Problem dieses Pullbacks ist, dass diese Kerze einfach zu groß geraten ist. Ein Pullback macht bitteschön kleine rote Kerzen und nicht so eine hässliche große rote Kerze. Was bedeutet das? Bedeutet das jetzt, dieser Chart jetzt bärisch ist? Nein, natürlich nicht. Wir sind hier oberhalb von allen gleitenden Durchschnitten und wir haben hier am Ende eines potenziellen Ausverkaufs einen Hammer gebildet. Ich werde Ihnen gleich sagen, dass wir nicht morgen höhere Hochs und höhere Tiefs machen werden. Deswegen werden Sie mir bitte jetzt nicht zu schnell bullisch. Dennoch ist es so, dass diese Kerze es unwahrscheinlich macht, dass diese Bewegung, die jetzt in den Markt kommen wird, die Kraft haben sollte, sofort diese Widerstandszonen dann nach oben auszuräumen.
Heißt das, dass es nicht passieren kann? Nein, das heißt es nicht. Das kann auch alles anders kommen. Nur mit dieser Bewegung ist es unwahrscheinlich, dass diese bullische Bewegung sofort die Kraft haben wird, durch diese Widerstandszone durchzugehen. Eher wahrscheinlich, dass wir hier irgendwo Unterstützung finden, nach oben kommen werden, dann ein tieferes Hoch machen werden und dann werden wir eine Formation bilden. Euro-Dollar ist gerade wieder trendlos geworden. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir haben ein fallendes Momentum, wir haben eine Verkaufsformation und deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass der Montag jetzt sofort ein höheres Hoch bilden wird auf dem Weg nach unten. 50er, 20er, horizontale Marke 1,28, 60, 1,28, sehr, sehr viel Unterstützung. Für Swing Trader gibt es gerade bei Euro-Dollar nicht viel zu holen. Noch Platz, ein bisschen nach unten zu kommen, aber auch nicht viel Platz. Eher unwahrscheinlich, dass wir sofort ein höheres Hoch machen werden. Wir brauchen hier eine schöne Formation. Hier wird sich eine Formation bilden. Wir werden die Formation erkennen und dann kann man die Formation traden in meinem Dafürhalten. Wenn man sich das Ganze über den 4-Stunden-Chart anschaut, man kann sich hier sehr viel an horizontalen Marken richten. Also, wir hatten hier eine bärische Kaltformation mit einer doppelten Widerstandszone bei 1,30. 30, nämlich horizontal plus Trend begrenzende Linie dieser bärischen Kaltformation wird bullisch aufgelöst. Wir gehen an die 1,31,30 heran. An diese Zone hatten wir sie mehrfach erinnert und darauf hingewiesen. Und da erinnern sich die Bullen, ach nee, also jetzt ist ja doch noch viel Widerstand da. Und jetzt wird der Markt abverkauft. Wo geht's hin? An die 1,28,95. Diese Zone hatten wir auch mehrfach miteinander besprochen. Hier finden die Bullen zunächst einmal Unterstützung, aber abwarten. Ob wir hier nochmal durch diese Zone durchgehen wollen, wie gesagt, an die 1,28,60 zum Beispiel, ganz interessante Zone mit dieser bärischen Kaltformation, die zunächst bullisch aufgelöst worden ist, um dann bärisch aufgelöst zu werden, haben wir Potenzial auf dem Weg nach unten. Nochmal stabilisieren, um dann anschließend eine Bewegung nach unten zu machen. Sie kennen den berühmten Spruch, was der Bär einmal macht, macht der Bär gerne ein zweites Mal. Zu unseren offenen Positionen, australische Dollar, japanische Yen, über den 4-Stunden-Chart, diese starke bullische Bewegung und anschließend eine Konsolidierung über den 4-Stunden-Chart sieht aus wie eine Flagge, wird bullisch aufgelöst. Das, was uns fehlt, ist jetzt, dass Dynamik in den Markt hineinkommt. Allerdings gibt es gerade keinen Grund, seine Position wegzuwerfen. Wir machen über den Tag, warten Sie, ich zeige es Ihnen gleich hier, wir machen über den Tag nämlich einen High-Base-Ausbruch, höhere Hochs und höhere Tiefs und man lässt einfach diese Position weiterlaufen und unser Stop-Loss haben wir entsprechend an die Zone bei 85,84 angepasst. Sie schauen bitte selber nochmal nach, weil ich nicht mehr alle Stop-Loss-Marken merken kann. Wir rechnen sie nämlich wirklich mit dem Taschenrechner aus, wo man nämlich seinen Stop-Loss platzieren sollte. Wenn Sie nämlich sagen, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, wo ich meinen Stop-Loss platzieren kann, wissen Sie was, wir haben auch kein gutes Gefühl. Wir machen es nach System. Wir setzen uns hin, Silvio und ich, und rechnen jeden Tag immer wieder unser Stop-Loss aus. Wenn Sie zu denjenigen gehören möchten, die Ihr Stop-Loss ausrechnen und immer wieder Ihrem System sagen, okay System, ich habe dich geprüft, ich weiß, dass du gut funktionierst, ich weiß, dass du von der Wahrscheinlichkeit her mir mehr Gewinne bringst, als dass du mir mehr Verluste bringst und deswegen mache ich das nicht nach Bauchgefühl, sondern ich rechne meinen Stop-Loss aus, sind Sie herzlich eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir bieten Ihnen nicht nur dreitägige Seminare an, sondern wir bieten Ihnen Vorbereitung mit Videos über die absoluten Basics zum Thema Trading. Da fangen wir an und dann ist das Ende wirklich hoch sophisticated, was wir dann über die Seminare und dann anschließend in der Trading-Begleitung 4 Wochen mit Ihnen teilen möchten. Wenn Sie Interesse haben, für das Jahr 2013 zu den Gewinnern zu hören und nicht auf andere zu hören, sondern Ihr eigener Analyst zu sein und Ihr eigener Trader zu sein, sind Sie herzlich eingeladen, uns über die eingeblendete E-Mail-Adresse zu kontaktieren. Weitere offene Position, die wir haben, ist hier britischer Pfund gegenüber dem australischen Dollar, also Stange, bärische Keilformation, bärisch aufgelöst worden. Dieser Markt hat Potenzial, auch hier haben wir unser Stop-Loss angepasst. Bitte seien Sie so freundlich und schauen das auf unserer Triggerliste nach, der Zeit nach. Wir gehen jetzt hier mit dem Momentum unter die Nulllinie, wir haben eine klare Verkaufsformation, wir haben noch durchaus Potenzial, diese Bewegung weiter fortzusetzen, zumindest an die 1,52,50, 1,52,30, möglicherweise kann diese Bewegung sogar weiter nach unten fortgesetzt werden. Weitere offene Position ist der Neuseeland-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken und der Kiwi schmeckt mir besonders gut in den letzten Tagen, bullische Keilformation, bullisch aufgelöst worden, zurückgekommen, das Dach getestet, ganz klassisch. Früh aufgelöst, diese bullische Kaltformation und dann fehlt es auch in der Regel an Potenzial, aber hier sehr, sehr viel Unterstützung, sehr, sehr schöner Trade auf dem Weg nach oben. Wir sind jetzt hier im Bereich von Widerstandsmarken, nicht nur die Runde 78er, 0,78 muss ich sagen, sondern auch hier nicht ganz sauber
Unterstützung gewesen, dann Widerstand, Widerstand, Widerstand. Wir kommen jetzt an den Widerstand heran. Es ist uns egal, ob der Markt jetzt hier sofort durchgeht oder ein Pullback macht oder nicht, sondern wir traden nach System. Auch hier haben wir unser Stop-Loss angepasst. Wenn Sie hier eine Position aufgebaut haben und wenn Sie sich dafür interessieren, wie wir unser Stop-Loss ausgerechnet haben und welche Marke wir bekommen haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich das auf unserer Triggerliste anzuschauen. Was haben wir auf unserer Watchliste? Wir hatten ja den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, hatten wir Ihnen auch gesagt, sehr, sehr interessant mit dieser bullischen Kaltformation, nach dieser bullischen Bewegung, dass wir hier Potenzial haben, nach oben zu laufen. Wir haben uns aber dafür entschieden gehabt, dass wir den Kiwi gegenüber dem Schweizer Franken spielen, weil wir dort mehr Potenzial gesehen haben als gegenüber dem US-Dollar. Hat sich auch bewahrheitet. Warum haben wir nicht beides gespielt? Weil es in der Regel für Ihr Portfolio nicht hilfreich ist, wenn Sie zu viel Risiko im gleichen Asset immer wieder haben. Wenn Sie den Kiwi gegen den Schweizer Franken und gegen den US-Dollar spielen, dann haben Sie zweimal den Kiwi gegen Sicherheitswährungen und deswegen gilt es nicht nur zu denken, oh Mensch, wenn beides läuft, wird es total super, sondern Sie müssen als Erstes auf Ihr Geld aufpassen, dann müssen Sie sich sagen, Mensch, wenn beides nicht läuft, dann wäre es aber ganz schön doof und deswegen haben wir es nicht gespielt. Jetzt ist der Kiwi gegenüber dem Schweizer Franken aus dem Risiko raus. Wir finden das sehr, sehr interessant, auch über den Wochenchart, allerdings sehr starke bullische Bewegung und jetzt möchten wir bitte vielleicht eine Konsolidierung haben und wenn die Konsolidierung abgeschlossen worden ist, dann würden wir uns eine bullische Position hier aufbauen. Wenn uns der Markt davonläuft, was machen wir? Gar nichts. Stört uns gar nicht, weil wenn der Kiwi weiterläuft, dann haben wir schon eine Position gegenüber dem Schweizer Franken und deswegen sind wir nicht nervös. Ebenfalls auf unserer Watchliste australische Dollar gegenüber dem US-Dollar. Schauen Sie sich das an. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und jetzt das erste Mal, da haben wir eine weiße Kerze oben drüber. Allerdings, wenn man sich hier die Körperkante kopiert und an den Schatten setzt, Schatten, Schatten, sind wir ebenfalls dran. Plus diese horizontale Marke, schauen Sie sich das an, die hat uns schon mehrfach wehgetan. In den letzten Wochen seit August 2012 beschäftigt uns das. Wir traden nicht in den Widerstand hinein, wir lassen uns Zeit. Denn oberhalb der 1,0577 haben wir wirklich Potenzial für eine Fortsetzung. Wirklich absolut auf der Watchliste australische Dollar gegenüber dem US-Dollar. Wenn man sich das Ganze über den Wochenchart anschaut, warum warten wir noch einmal? Weil hier sehr, sehr viel Widerstand ist. Trend begrenzend, von oben kommen, von unten kommen, horizontal abwarten, geduldig sein, durchaus hier dem Markt noch 90 Pips schenken. Anschließend wird es dann nämlich deutlich einfacher werden. Da braucht man nicht in den Widerstand hinein zu traden. Ebenfalls interessant ist der Euro gegenüber dem Kiwi-Dreieck. Bullish, jetzt bärisch, jetzt sind wir an der horizontalen Marke. Sie sehen, hier schon mal Widerstand gewesen, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Trotz der klaren Verkaufsformation, was wir hier haben, haben wir sehr viel Unterstützung. Die Bären haben den Bullen ordentlich wehgetan und jetzt hätten wir es sehr gerne, dass der Markt zum Beispiel liegen bleibt, eine Low Base macht oder wirklich nur eine ganz kleine Pullback-Bewegung macht, was deutlich mehr bärisch ist, als dass es bullisch ist und dann würden wir die nächste Position auf der Short-Seite spielen. Noch wollen wir nichts Neues eröffnen, sondern das bleibt auf jeden Fall auf der Watchliste. Ebenfalls interessant ist Euro-Kanadische Dollar, wenn man sich das über den Wochenchart anschaut. Also, zweifelsohne haben wir hier eine bullische Kaltformation bullisch aufgelöst. Allerdings, Sie sehen, man muss sie noch ganz, ganz lange verfolgen, bis es denn irgendwann mal wirklich das Ganze zu Ende kommt und deswegen hat das auch nicht viel Potenzial. Also, wir versuchen jetzt zweimal hier über diese Zone bei 1,30,30 drüber zu gehen. Jedes Mal kommen die Bären rein und verkaufen diesen Markt aus. Und das sieht hier aus wie eine Doppeltop-Formation mit der Nackenlinie über den Wochenchart. Und wir sind genau hier an der Nackenlinie jetzt gerade dran gekommen per Wochenschlusskurs. Und deswegen gilt es jetzt auch nicht, diesen Markt hier sofort abzuverkaufen, nachdem diese starke bärische Bewegung schon stattgefunden hat. Sie sehen, das sieht ähnlich aus wie beim Euro gegenüber dem Kiwi. Muss man abwarten, wer ist denn stärker, der kanadische Dollar oder der Kiwi? Und dann werden wir uns hier die Position aussuchen. Auch hier möchten wir mit dieser starken horizontalen Unterstützungszone und mit diesem Schatten nicht sofort hier weiter zusätzlich bärisch in den Markt gehen, zumal wir schon eine starke bärische Bewegung gemacht haben. Entweder läuft uns der Markt davon, macht nichts. Kann er gerne machen, aber wir wollen etwas haben, was ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis hat und das sehen wir aktuell hier im Markt nicht und deswegen sind wir da geduldig. Was bei Euro-Kanadischer Dollar ebenfalls interessant ist, seinerzeit, und das war hier Mitte November gewesen, hatten wir gesagt, die horizontale Zone bei 1,2723, sehr, sehr interessant, wenn wir hier drunter gehen sollten, da haben wir in etwa 10 Pips weiter drunter eine Short-Trigger-Marke platziert gehabt und gesagt, wenn wir hier durchgehen, dann hat der Markt Potenzial, diese bärische Bewegung nach unten fortzusetzen, hat der Markt
nicht gemacht, sondern der ist bullisch gelaufen. Schauen sich das an, Ausverkauf, wo geht's hin? Genau an diese Zone. Und dann kommen wieder die Bullen in den Markt hinein und deswegen bleiben wir geduldig und warten das noch ein bisschen ab. Am Ende natürlich der Blick auf den Knochenbrecher. Für diejenigen, die noch nicht so lange bei uns dabei sind, warum heißt der Knochenbrecher eigentlich Knochenbrecher? Der heißt Knochenbrecher, weil er sehr, sehr lange, sehr, sehr gerne einfach seitwärts verläuft, ohne dass sich etwas Größeres tut. Und dann, wenn er mal bullisch läuft, dann läuft er richtig stark bullisch und dann kann es sein, dass man es verpasst. Jetzt muss man sagen, der Knochenbrecher ist auch nicht mehr das, was er war, nämlich weil er anfängt, hier Trends auszubilden, nach oben sehr sauber bullisch zu konsolidieren und auch hier haben wir Potenzial, diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Wir haben ja den Trendkanal bullisch nach oben gebrochen und sind jetzt gerade an dieser trendbegrenzenden Linie oberhalb der 82,84 am besten per Stunden Schlusskurs. Dann kann man sagen, wir haben Potenzial an die 84er Marke heranzulaufen. Aber das Problem ist, warum wir das nicht spielen. Wir haben schon Risiko gegenüber dem japanischen Yen, immer noch im australischen Dollar. Und deswegen wollen wir für unser Portfolio nicht noch zusätzliches Risiko hier im Markt platzieren. Und deswegen kann ich Ihnen das ganz entspannt zeigen und sagen, ja, sieht sehr interessant aus. Der muss aber auch nachhaltig über diese Zone drüber gehen. Und dann hat er Platz, die Bewegung nach oben fortzusetzen. Wir schauen uns das von der Seitenlinie an. Vielleicht haben wir ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis für den Dienstag. Vielleicht sind wir dann schon mit dem australischen Dollar oder vielleicht mit der einen oder anderen Position aus dem Risiko und dann würden wir was spielen. Ansonsten bleiben wir ganz entspannt. Wenn Sie mögen, dann sind Sie herzlich eingeladen, nicht nur wiederzukommen, sondern auch diese Videos weiterzuempfehlen in Foren, an Trading-Kollegen und an Freunden würden Sie mir persönlich eine sehr, sehr große Freude machen. Mein Name ist Hamed Esnaschari alias Wolke P.